Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch einen Glitch zeigen, wie ihr ganz einfach heute schon das Piraten-Outfit bekommen könnt, obwohl das eigentlich erst in 7 Tagen verfügbar ist. Ja, Rockstar Games hat im Moment so eine Aktion gestartet, wo ihr jetzt 7 Tage lang jeden Tag eine Kiste auf der Map suchen könnt. Was braucht ihr dafür? Geht am besten in irgendeine Einladungssitzung, damit ihr nicht gestört werdet. Und ihr müsst euch an diesen Ort auf der Map hier begeben. So, wenn ihr dann da angekommen seid, dann stellt den Spawnpunkt auf letzten Ort, wechselt einmal das Outfit, so dass ihr wieder hier spawnt. So, und hier vorne ist die Kiste, wir gehen einmal hin. Und zwar gibt es jetzt einen kleinen Timing-Part. Wir drücken einmal das Steuerkreuz nach rechts auf der Kiste. Und wenn wir dann sehen, dass unten links die Meldung gekommen ist, dass wir ein Kleidungsstück bekommen haben, müssen wir sofort GTA schließen. Also ich mache es jetzt einmal. Ich drücke Steuerkreuz nach rechts. Wir haben unten die Meldung bekommen. Anwendung schließen. Und einfach GTA wieder neu starten. So, sind wir jetzt in der Online-Lobby wieder gespawnt, dann begeben wir uns wieder zur Kiste hin und dann wiederholen wir einfach alles nochmal. So, wir gehen zur Kiste hin, Steuerkreuz rechts, jetzt steht sogar schon 2 von 7, ist perfekt, Anwendung schließen und GTA neu starten. Das Ganze machen wir jetzt 7 Mal und dann habt ihr das Outfit. So, sind wir wieder in der Lobby angekommen. Dann begeben wir uns wieder zur Kiste hin. Gleiches Spiel wie eben auch, Steuerkreuz rechts. Und wenn wir sehen, dass wir jetzt wieder ein Kleidungsstück aufgehoben haben, einfach die Anwendung wieder schließen. Steuerkreuz nach rechts. Wir sehen 3 von 7, perfekt. Anwendung schließen und GTA wieder neu starten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn ich bei der letzten Kiste angekommen bin. So, sind wir wieder gespawnt, laufen wir wieder zur Kiste hin. So, diesmal müssen wir jetzt keine Lobby, kein Spiel mehr verlassen und nichts. So, wir gehen zur Kiste hin, drücken Steuerkreuz nach rechts. Und ihr seht, neue Kleidung von T-Outfit freigeschaltet. Ja, als nächstes begibt euch zu irgendeinem Bekleidungsladen, zu irgendeinem x-beliebigen Kleidungsladen. Ich nehme einfach den hier vorne, der hier in der Nähe ist. So, seid ihr beim Bekleidungsladen angekommen, dann geht ihr einfach hin in die Umkleidekabine, denn dort könnt ihr euch dann umziehen. Steuert das nach rechts, dann geht ihr auf die Outfits und sucht dann die Spezialoutfits. Geht dann drauf. Und dann sucht ihr euch einfach das von T-Outfit, einfach auswählen. Dann geht ihr als nächstes einfach zur Kasse und speichert das Outfit ab. So, und das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.